gar nichts da stehen an der Tagesordnung. Ich muss ja eigentlich all die Dinge haben, die du liebst, dann. Also ich kann nicht, und Gift und alles. Ich habe kein Wort verstanden, weil ihr mal am Schreien sind und so. Okay. Nee, der Dungeon, das sollte eigentlich alles haben, was du so liebst. Ne? Also Gift, Vulkanisch, Monster-Regeneration. What? Ja. Monster-Regeneration ist eher für mich, also. Du machst ja genug Schaden. Na, wer ist denn so was gestört? Ich bin noch nicht. Ahnung. Ich dachte, das wäre lustig. Ha! War gerade im Menü. Ja, Monster verursachen Giftschaden. Die heilen sich. Jetzt habe ich noch nichts davon gemerkt, aber. Ja, du tötest sowieso alles in einem Schlag, also. Keine Ressourcen, alles klar. Du merkst ja nie, wenn die sich heilen, ey. Ja, und vulkanisch, hier kommt immer wieder so Explosionen, halt, als Vulkan, ne? Aber die Gegner sind schon wieder hinter uns. Ich hatte das, wenn diese blöden Geister das machen. Ich frag mich eigentlich, wo ist der Unterschied zwischen den grünen und den roten Geistern? Ja, echt, die roten machen Blitze, oder? Ja, die machen Blitze, genau. Guck mal, da dreht sich gelöst. Ich hab mich einfach die ganze Zeit unheimlich gedreht, ey. War lustig. Daneben, ich bin einfach ausgewichen. Klo. Teleportieren Sie halt zu mir hin. Ich bin noch nicht bereit. Boah. Da war eingefroren. Donner in der Banshee. Ja, wir sind jetzt noch chill. Ja, ja. Dafür, dass hier was hier so rumläuft, der Gift und Vulkane und Regeneration. Ja, ich merke von gar nichts irgendwas hier. Ja. Dafür bist du ganz schön grün, ey, wenn dafür das nicht merkst. Ja, aber. Was seid ihr denn? Aufs Maul. Dish. Ich hab den nicht mal angegriffen, ey. Ha. Ich frage mich, wie viele Pros sich hier irgendwie diese Videos angucken und einfach nur so Hardcore Facepalm über unser Gameplay. Oh, na, also, das kann ich mir gut vorstellen. Wobei ich bezweifle, dass die sich das ansehen, aber. Ja, ich noch wieder bekomme, wie so Leute irgendwie so und so Tipps ja, geben, so, ey. Wo sind, weiß ich nicht, ne? Er war Deutsch, Decker. Deutsche sind keine Spur. Oh, Selbstmörder! Rasse, Schwinger! Ich komme aus drei verschiedenen Richtungen, die Gegner. Hey. Thank you.
Digga. Sie schießen ja auf uns, ha? Ha, ha, ha. Alter. Kannst du mal stehen? Ah. Ah, Feuer. Auch noch. Das ist schon der nächste. Nein, mein Rahmen ist noch nicht fertig. Na, ich hatte verfehlt. Ich bin noch nicht bereit. Mein Gott, wie kommt denn noch? Warum so viele selbst war der gerade? Ah. Ah, der hat den einen hier wiederbelebt, der neben mir gelegen hat. Ah. Die blöde Statue macht mich ja fertig. Den blöden Feuerangriff. Ich muss warten. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ah, ah, ah. Ja, so viel von diesen Jahren. Ich höre hier so einen Rasselschwinger irgendwo. Auch gehört, den Hilfe gerufen hat. Bei Gott, verreckt immer. Warte mal. Meine Güte. Halten die ja nicht aus. Mann. Pack die Rasse weg, Mann. Au. Weißt du zufällig, ob dieser, ob die Avatar-Serie gut angekommen ist? Das, da fragst du mich was, Daniel. Das ist ein gemischter Sack, ist das, ganz ehrlich. Das ist besser als der komische Film. Ja, das aber ist jetzt nicht so schwierig. Serie, ja, das, die haben auch einiges in der Serie geändert. Was denn zum Beispiel? Keine Ahnung, da reden nur, ich habe über Veränderungen, die den Leuten nicht gefallen hat. Keine Ahnung, was sie da alles geändert haben. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Serie so gut war, ne? Also, ja. Das ist ein sehr hohes Maßstab hier. Wir wollen auch nur drei Staffeln davon machen. Halt. Ja, für jedes Buch, ne? Nehme ich an. Ja. Da gab es ja auch nur drei Staffeln hier bei der originalen Serie. Ja, drei Bücher. Also, was ich gesehen habe, so vom Trailer und so, ja, der tut die ja ganz wiederbelebt. Ich sag, fand eigentlich, das sah gut aus. Ja, habe ich auch gesehen. Hey. Hey, William. Ja.
Die Schauspieler sahen jedenfalls alle vernünftig gecastet aus diesmal. Ja, klar, das ist schon. Wer weiß, wie ein Schauspieler aussieht. Ne? Ja. Hm. Wer weiß das? Boah. Ich höre die ganze Zeit immer hier von John Cena hier. Peacemaker irgendwie. Ist das auch irgendwie jetzt eine Serie oder so? Ja, ja, das ist eine Serie, ja, klar. Hier wird auch überall. Hier Mortal Kombat ist das auch irgendwie ein Charakter. Ja, der ist jetzt in Mortal Kombat, ja. Warum? A Peacemaker, you're that racist superhero. Oh. You only kill my heritage, man. Oh, ich könnte hier sowas von nervig werden. Ich kann den nicht töten. Ich bin tot. Was? Nein. Was? Ich hab dich noch gedacht, ich hab's nicht geschafft, dich wieder zu beleben. Ja. Ich krieg dir nicht down, der hält zu viel aus für mich, ey. Boah, gib mir weg. Hör mal auf, deine Rassel zu schwingen. Ich muss warten. Na. Das ist nervig. Ich hätte niemals down gekriegt. Na, ich krieg ihn auch voll schwer down, der hält voll viel aus. Ja, weil der ist so heiß. Ich habe irgendwie nur so eine Folter-Szene irgendwie gesehen, irgendwie so ein anderer Typ, der die ganze Zeit gefoltert. Peacemaker war einfach. Der ist ein guter Charakter, Vigilante. Keine Sorge, ich verrate ihn nicht. Egal wie sehr er sich foltert, ey. Der ist voll der Bekloppte, ey. Das ist die beste Kombination zwischen den beiden Charakteren. Wie wär's, wenn ich ihn die Zehen abschneide? Na, schneid ihm ruhig alle Zehen ab, ey. Ich, keine Sorge, ich werd nicht plappern. Hier ist schon der Boss, sehe ich gerade. Oh. Ja. Wow. Oh, ich habe noch 4 Tränke. Ich habe noch 6 Tränke. Oh Mann. Ufer der Stürme. Ich stelle mich an selber. Ich habe schon lange nicht mehr versucht, irgendwelche Siegel herzustellen hier. Hier wird Advantage. Ja, komm ja die ganze Zeit. 52er. Wir bekommen jetzt irgendwie auch mehr als genug, also ich jedenfalls. Ja, das stimmt. Ich habe irgendwie noch eine ganze Reihe voll mit Siegel. Oh, ich habe einzigartigen Ring gekriegt. Mann. Ich wohl auch. Mal sehen, wie der ist, ne? Ich habe zwar schon, ich habe schon 2, aber... Das ist wieder random Scheiß da. Der aktiviert gleichen Explosion alle 1 Sekunden. Der tut alle 1,4 Sekunden Skelett erwecken. Hm. Klingt doch nicht schlecht. Macht er halt automatisch. Das ist doch random jetzt. Ja, nicht random, halt automatisch. Er macht er von alleine, ne? Also.
Musst du halt nicht machen. Ich habe keine Kontrolle, wann der eine Explosion macht oder sonst irgendwas. Ne? Das ist ein hingebungsvollster Diener. Kanäle von Guloran, die haben wir auch schon lange nicht mehr. Was kann man denn noch machen in dem Spiel? So neben und zum Level, ne? Nur um neues Equipment oder irgendwie sowas zu bekommen. Was hat hier Legion? 8 Minuten. Das dauert noch ein bisschen. Na gut. Ich habe auch maximal nur 52er Dungeons. Ich muss mal ein stärkeres herstellen. Wenn das nicht wieder so ein Miststartpunkt ist wie beim letzten Mal, dann müssen wir das ja eigentlich schaffen, ne? Ich bin noch nicht. Aber ja, voll irgendwie nicht cool. Ja. Ah. Siegel erstellen. Wie macht man das nochmal, schon so lange her? 51 bis 60, cool. Wollen wir nicht so viel erstmal herstellen. So, 59. Das ist noch ein bisschen übertrieben, okay. Ich wollte mich nicht so langsam rantasten. Noch ein. Da habt ihr eine Rarität erwischt. 51. Hier gibt es keine Hexerei, nur ehrliche Magie. Hier gibt es keine Hexerei, nur ehrliche Magie. So, 59, Leute. Beruhigt euch mal ein bisschen. So, 59. Hör mal auf. 54. Wer ist damit? Todesimpuls, Blutungsschaden, widerstehen Schatten, widerstehen Kontrollfluss. Das klingt jetzt nicht so extrem krass, finde ich. So, das Sanktum der Ihari. Monsterstufe 108. Machen wir das. Ja. Alles klar. Ich habe gesagt 54 übrigens, ne? Aber ja, aber ich habe dich verstanden. Ich habe dich verstanden im Gegensatz zum. Im Gegensatz zu dir, Daniel, höre ich zu. Spaß. Ja. Da war wahrscheinlich wieder. Manchmal, wenn ich Bock drauf habe. Jetzt komme ich da in die Dungeon rein, da gibt mir direkt einer in die Fresse. So, willkommen im Dungeon-Tisch. So, okay, hier waren wir heute noch nicht. Bin ich mir sicher, ne? Wo die Nadi schon direkt wieder sind. So, was heißt, was ist die erste Begegnung hier? Ist die chill? Sind wir chill? Sind wir cool? Sind wir cool, Leute? Wir sind cool, ne? Alles klar. Hab ich noch einen Tank aktiv? Okay, wir sind noch cool, alles klar. Erste Begegnung haben wir geschafft. Wir sind schon mal im Fortschritt. Mein Gott, sind da viele Gegner. Oh, soll ich warten? Ups. Ich habe gerade ein Blutspiel auf das Bücherregal eingesetzt. Alles klar. Der hat geblutet. Was ich Explosion? Oh Gott, weg da, weg da, weg da. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Aber ich bin noch nicht bereit. Na, warte mal. Ah, komm mal hier hin. Ganz toll an. Die Bücher, sie bluten. Die Bücher senden roten. Aua.
eigentlich mir sehr viel Schaden, ey. Ja. Ich muss warten. Boah. Er ist betäubt und eingefroren. Und jetzt habe ich ihn geschubst. Ich bin tot. Weil er mich da gekillt, was? Achsleiche, okay, so eine Achsleiche hat mich gekillt anscheinend. Alles klar. Ich gehe da mal ein bisschen vorsichtig an. Ja. So. Da kommt ganz langsam. Das war nur so ein normaler Gegner wieder, ey. Nur so ein Schwinger, ey. War nicht mal der Elite, der mich gekillt hat, ey. Hör auf, lass dich los. Ja, genau. Lass dich nicht treffen, wollte ich gerade sagen. Alter. Was für ein Schaden. Okay, wo kann ich hier stehen, ohne getroffen zu werden? Okay. Das sind die Typen, die mich normalerweise mal one-shotten. Das war nur die normale Achsleiche, die mich da gerade gekillt hat, ey. Fuck den her, ey. Oh. Ah! Die machen so einen Wellenangriff irgendwie. Also, na, warte mal, Leute. Ich will meine Punkte hier verbrannt. Eigentlich gar nicht. Ich schlachte euch und alle eure Bücher ab. Na, warte mal, ich muss mal gucken, wo ich mein Brett noch mal hin will. Was denn jetzt gemacht, ey? Was denn? Der hier war so ein Gegner irgendwie, der wollte hier, der hat uns gesehen, der wollte durch die Wand und dann gemacht und dann ist der jetzt explodiert oder hat der irgendwas kaputt gemacht? Ich weiß es auch nicht. Ist der jetzt von alleine gestorben oder was hat der da kaputt gemacht? Ich glaube, der hat irgendeinen Gegenstand kaputt gehauen, ey. Der wollte ja durch die Wand, der Typ, ey. Ist noch ein Gegner. Nimm das Bücher. Die heilen mich sogar. Ja, gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das sind viele Gegner. Ja, aufgestiegen. Ja, Papa. Papa, Papa, für Papa Nappa. Papa sind tot. Ich muss auf die Skelette aufpassen, die können einen one-shotten. Aus irgendeinem Grund. Okay. Nein, Skelette, die können einen one-shotten. Ja, ich weiß, das hatten wir letztes Mal auch, ey. Da sind die komischen kleinen Axtleichen da, ey. Haben wir gerade die Tür. Wir haben gerade eine Wand vor der Tür passiert. Okay. Also, warte hier. Ah! Ja, genau so was nehme ich an. Ja, das hat mich gekillt. Ah! Lass mich hier raus! Die Tür. Boah! Boah! Ich gehe da mal ein bisschen langsam an. Die Leute sind wieder zurückgerannt. Ja, ich warte einfach, bis meine Ramme wieder. Oh, die haben schon wieder eine Tür da implantiert. Das ist was Legendäres gedroppt, Daniel, was du da gerade gekillt hast. What? Ja. Ja. Ich sehe deine Ketten, die haben mich beide berührt. Ich schau jetzt mal den Kleinen hier weg, der mich one-shot hat aus irgendeinem Grund. Ich bin noch nicht bereit. Wo ist der andere? Ja. Ja, das ist ein Angefallen. Ich bin bereit. Boom. Ausgewichen. Warum sind denn da schon wieder neue angespannt? Einer von denen Beschwörer? Oder nicht? Sind so Dinger auf. Okay.
Okay, die setzen den Angriff aber ganz schön langsam ein. Aua. Ja, schnell sind die nicht, ey. Ich habe nur nicht gesehen, wie der einer den Angriff nimmt. Kündigen sich ganz schön langsam an mit den Angriffen. Immer so, haha, Feuer, die Macht des Feuers auf meiner Seite. Pff. Da kommt so eine langsame Welle. So. Jetzt habe ich da einen Gegner getriggert. Ja, dachte, das war eine gute Idee, alleine hier hinzukommen. Ja, nee. Aber bei mir ist nichts Legendäres hier gewesen. Hallo, na. So. So. So, sind wir wieder so Flammtypen. Ich hätte nur auch schon nach diesen kleinen Skeletten, ey. Die Barriere wurde geöffnet. Müssen wir kurz heilen. Na, verdammt. Ich hab Bücherregal verfehlt. Ist das Bücherregal etwa ausgewichen? Ist das eine Barriere? Bogen leicht. Mich hat wahrscheinlich ein Pfeil und Bogen, hat mich erwischt. Irgendwann hat mich abgeschossen. Au! Was war das denn? Boah. Was war das denn, ey? Er ist teleportiert. Ja, das machen die. Da müssen sich jetzt lange. Rechts, oben rechts. Ja. Kein Del, die Habgierige. Was bloß auf den, die sich nicht in dein Gesicht teleportiert. Und wir sind Explosion, Feuerexplosion. Ich habe da noch nicht mein Feuerwiderstand oben. Da kommt da. Oh, echt. Oh. Chill mal. Pergament. Bonk. Ich traf ihn vor Jahrzehnten. Er war es, der meine Bewerbung für das Heiligtum ablehnte. Er nannte mich machthungrig und rücksichtslos. Das war ich auch. Diese Ablehnung war ein Geschenk. Sie hat mir den Weg. Hat er mich verschreckt. Er kam so schnell da gerade raus, ey. Oh. Ich habe jetzt gerade einen Schreck bekommen. Boah. Ja, komm mal bloß her. Boah. Da war ich, bin da draus gewichen. Ich bin erwischt, was auch der da. Ja. Ich bin den Angriff aber ausgewichen. Ich habe den schon an mir vorbeiziehen gesehen, da bin ich gestorben. Das fand ich jetzt nicht so fair. Also Blutungsschaden oder irgendwie so. Ich weiß nicht. Ah, mein Elixier ist schon wieder abgelaufen. Was haben wir denn hier? Habe ich irgendwas gegen Untote?
Habe ich sogar. Boom, ja damit. Oh Gott. Ah. Macht den fertig. Der ist brandgefährlich. Verstehst du es, weil er einen Brandangriff macht? Ja, ich hab's verstanden. Boah. Okay, ah, das Feuer tut weh. So, jetzt da. Ja, cool. Dürfen wir nicht rein. Okay, alles klar. Oh, das war ja so ein Feuertyp, ist klar. Ja, schon was tot, der Typ. Ja, nicht so viel ausgehalten. Nein, ich habe ja herangezogen oder so. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist der elendige Harald. Das ist der Schock. Das ist der schockende Harald. Ja. Stirb. Na. No. Der Brunnen da unten eine Falle? Wen benutzt? Der Brunnen da unten war eine Falle? Also nicht, habe ich nicht benutzt. Hm. Nee, wahrscheinlich nicht eigentlich. Oder ist er nirgendwo? Doch, ist eine Falle. Alles klar. Wollte schon sagen, weil er ist noch so weit entfernt irgendwie. Wo wir hin müssen. Oh Gott, die heilen sich die Leichen in dieser Suppe da. Übel. Oh, da ist eine Axtleiche. Mach die fertig, bevor der uns alle umbringt. Der eine, der hatte gerade fast keine Energie mehr und dann hat er auf einmal wieder. Okay. Die heilen sich, solange die in der Suppe da drin stehen irgendwo. Wir wissen auch, wie man den Boden benutzt, wahrscheinlich. Jemand da auf den Boden geschüttet. Oh Gott. Ah, ich verziehe mich mal ein bisschen. Aufra. Stirb. Okay. Hat irgendwie funktioniert. Jetzt habe ich ja schon überall Tränke bekommen. Okay.
hier. Okay. So, oh, die sind schon direkt hier. Ja, sie sind tot. Wer ist hier? Oh nein, Axtleichen. Nein, was für ein Bau. Wartet nur, bis mein Feuerwiderstand erhöht ist. Dann seid ihr alle dran. Explodiert. Ich muss warten. Boah. Oh. Hinter uns. War schon wieder. Oh, das ist der. Oh Gott, ich bin sogar schon tot. Oh, ich habe sogar noch geschafft. Ich hab mich eingefroren. Aua! Blöde Axtleiche. Er tut weh. Aua! Warum machen die am meisten Schaden mit der Flanke von? Das gibt's nicht. Ja, weil die so langsam angefahren, ne? Ja. Oh Gott. Ja. Ja, wie lange ist denn das Dungeon noch? Was? Bei mir war gerade verschlossen. Gibt's da nicht. Ich hab den Schlüssel nicht. Weil da war ein Schlüssel, den wir vorhin aufheben mussten. Ja. Aber trotzdem. Wie trotzdem? Wenn du den Schlüssel nicht hast, kannst du das nicht auch machen. Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Alles klar. Ja, Worte machen für mich keinen Sinn. Oder die Hälfte davon ist wieder verloren gegangen. Out. Wow. Wird in der Sprung gehen. Warte, ich hatte Sprung ins Blaue oder was? Ich hab halt Bock drauf. Okay. Need help with Gregor, 3 turns. Mein Gott, was brauchst du jetzt denn bei dem Pisser? Das Level zu beginnen. Das sehe ich zum Beispiel wieder nicht. Verstehe ich manchmal auch nicht dann. Urteil der Mutter. Also, okay, macht wieder das Memo. Was? Was ist das? Wir haben nur noch 4 Tränke, also. Ah. Kann für mich ein bisschen wehtun. Ah, ich will die betäuben. Nicht bereit.
Na, weiter betäubt. Okay. Au! Ja, genau. Autsch, ich bin tot. Nein. Ah, das haben wir beide. Oh, nee. Hm. Das nützt mir nichts. Nein, ich rein. Nicht so. Ja, okay, der Angriff hört sich aber ganz schön langsam an. Ich muss mal. So, sei jetzt nicht kompliziert, okay. Das ist nicht unsere erste Runde. Um Block herum. Eine Barriere. So. Ah. Jetzt aber. Ich muss warten. Aber checken wird ein bisschen knapp bei mir. Wenn die zwei, die bei mir liegen, Daniel. So, so muss man. Ich krieg nix. Hm. Ich will auch mal einzigartiges von den Albtraum Dungeons haben. Oh. Oh, hör auf, du. Hm. brauchst halt ja nicht unbedingt, ne? Du bist oh. Der Letzte, der irgendwas Einzigartiges braucht dann. Weil ich will es. Ich bin noch nicht bereit. Da ist so ein richtig verzogenes Kind, ey. Du brauchst das zwar nicht, aber ich will es trotzdem. Sprung erzeugt ein Erdbeben, das im Verlauf von permanent haltet ihr mehr Schadensreduktion. Kann ich das bitte da rausholen? Ich muss warten. Vielleicht noch mal einen Zuckermann machen. Schmiede ist heiß, falls etwas. Mir wäre so. Wir sind mal so Ende des Parts halt irgendwie so reinzupacken. So, ich muss mal kurz erzählen. Aspekt extrahieren. So, wo packe ich denn das jetzt rein? Kann ich das hier reinpacken? Nein. Nein. Kopfschuss, Brustschutz, Beinschutz. Okay.
Mal hier rein. So, jetzt mein Sprung ein bisschen heftiger. Sorge ich dafür mit für Erdbeben. Sag mal. Ich bin wieder fertig. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe ein Nixi. Der Rat der Reue. Ich will nicht mit der reden, ich will mich heilen. Oder Legion kann man auch machen. So, in 3 Minuten. Oh, meine Legion. Ich weiß nicht mehr, ob man da alles noch bekommt. Der ist sogar hier in der Nähe. Das ist bestimmt auch zu gut zum Leveln. Ich gehe schon mal. Schneller, du stolze Stute. Ich brauche okay. Ich glaube, wir haben mehr noch nie in der Legion gemacht. Das sieht so neu aus, das Gebiet. Oh, oh, schön. Erdbeben. Guck dir mal an. Miteinander. Das ist ein Aspekt. Hallöchen, Leute. Das ist wie so ein Tanzflur irgendwie. Ich glaube, du warst noch nie auf einem Tanzflur. Da. Was weißt du? Da gibt's kein Feuer und war doch immer dafür Schattenfiguren. Oh, das ist Hades. Aber ohne er ist der schwule Bruder von Hades. Der Typ ist immer hart. Was ist denn mit dir auf einmal? Privates Profil. Mann, ich will dich betrachten. Das werde ich sowas von als Kommentar. Na, der hat auch diesen. Der hat auch einen Dornpanzer hier. Von zitieren, Daniel. Flickerschritt. Angriffe verringern die Ablenkzeit von der Rinne um 1,2 Sekunden. Hm. Blutloser Schrei. Intelligenz. Ach, das ist für Toten, das sind Totenbeschwörer. Sehe ich gerade. Wo? Ja, denn vor dem ich gerade stehe. Der Geo. Umarmung der Mutter. Ring der Seele des Sakrilegs. Ja, das ist der Ring da, den ich auch vorhin gehabt habe. Ah, Skelette erwecken, alle 2 Sekunden. Der andere Ring, den der hat, den finde ich nicht gut, ganz ehrlich. Na gut aus, also kriegst du immer automatisch Skelette, nehme ich an, ne? Ja, den brauche ich nicht unbedingt automatisch, ne? Der tut auch automatisch die ganze Zeit, tut ja auch Leichen explodieren, was irgendwie kontraproduktiv ist. Weil die Leichen dann weg sind. Ja, aber du kriegst ja die ganze Zeit Skelette neue. Ja, guck mal, der tut aber, Skelette erwecken, tut aber Leichen verbrauchen. Wenn die explodieren, dann sind die weg, dann kann ich. Also, das ist irgendwie kontraproduktiv. Ne, so wie ich da verstehe, bekommst du dann welche auch, wenn da keine Leichen sind, ne? Du bekommst ja automatisch, der erweckt, oder? Also, du brauchst du Leichen dafür, der erweckt die. Ah. Ja, doch ist dann automatisch welche. Ja, das macht ja von allein, ja. Also ich meine ohne Ressourcen, ohne irgendwie Leichen irgendwie haben zu müssen oder so. Ja, Ressourcen kostet das sowieso nicht. Hm. Ja, doch, da brauchst du Leichen für. Ich meine, okay. Aktiviert ja nur die Fähigkeiten von alleine praktisch dann.
Ja, wann wartet ihr alle? Sind nur wir drei hier? Oder nicht? Hast du den schon mal ausprobiert? Nee, ich hab den weggeschmissen. Ich hab den paar Werte gebraucht, hat nicht. Vielleicht ist er ja voll geil. Ich bin da irgendwie, weiß ich nicht, fantastisch. Was passiert denn zum Beispiel, wenn da nur eine Leiche ist, bei den Fähigkeiten aktivieren sich zur selben Zeit? Na, vielleicht ist das ja so irgendwie, auch wenn da gar keine Leichen ist, bekommst du automatisch ein Skelett. Das ist sehr stark. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss ja die Fähigkeiten, die da aufgelistet sind, sogar ausgerüstet haben, und es funktioniert das nicht. Oder nicht? Lass ihn ja mal aus, das ist irgendwie so, weiß nicht. Einfach mal rumlaufen für ein paar Sekunden und so gucken, wie er funktioniert, ey. Ja, ist auch voll halt immer Ding. Hm? Wäre schon, ja, ich bezweifle das. Weiß ich nicht, Leichen, für Leichenexplosion brauchst du Leichen. Da kannst du noch nicht aktivieren. Skelette erwecken, da brauchst du auch Leichen für. Also. Ja, vielleicht nicht, vielleicht bekommst du sie automatisch, also ohne irgendwie, ja, Leichen zu bedienen. Ich glaube, das ist nur Wunschdenken. Es ist egal, ich habe den Ring nicht mehr. Ich habe den schon ein paar Mal weggeschmissen gehabt. Ey. Jetzt kommt gleich, jetzt kommt einer in den Kommentaren so, nein, das macht genau das, was der Daniro sagt. Ich bin auch nicht bereit. Ich kenne mich ja wohl mit meinen eigenen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, dann würde das da stehen, er weckt Skelette ohne Ressourcen oder Eichen. Würde das da wahrscheinlich stehen, also. Ja, vielleicht nehmen wir einfach an, du weißt das. Ne, musst du nicht. Ich weiß nicht, was du mir hier einreden willst. Ich bin Quatsch. Ey. So, wo seid ihr? Sind die Gegner? Ja, wir müssen erst die Türme kaputt machen, Leute. Wo ist das denn? Wie kommt man denn da hin? Oh, die Treppe hier hoch. So, jetzt können wir auch gehen geben. Ja, aber wer ist denn eigentlich kaputt? Ich wusste nicht, wie man... Ich bin bei der Treppe hochgesprungen. Ah, ich bin eingefroren. Mann, bin ich gut. Stirb. Ja, lauft in mein Erdbeben ein. Jetzt sind ja viele Gegner. Ja, die waren alle mir, die waren alle mir. Der einsame Teufel. Ja. Wo ist mal lang? Da, da. Da unten ist am Blinken, also. Ich bin noch nicht bereit. Ja, noch nicht.
anscheinend. Vampir-Massaker ist beinahe erreicht. Vampir-Massaker. Ich bin noch nicht bereit. Er versucht mich zu stechen, der Typ. Ich bin noch nicht bereit. So, bist du ja der Obermacker? Gefunden. Grüße. Hallo. Fand ich irgendwie interessant, der hat alle. Ich weiß nicht, das war zwei Sitzungen zuvor. Ich weiß nicht. Da hat sein Charakter irgendwie zu meinem Charakter gesagt, geht wohl. Da habe ich gesagt, das ist. Mein Charakter hat dann gesagt, das ist kein Get wohl, das ist auf ein Wiedersehen oder so was. Okay. Ja, ich glaube ja. Ich glaube, ich ja. Mitbekommen. Was in der Trainingshalle da hier? Ja, ja. Der Blutfischer. Nein, Vorsicht. Du sagst ja nicht so, Daniel, der hat dich schon ein paar Mal gekillt. Ja, deswegen. Oh, so viel Stoff. So, Experte für Legionsereignisse. Experte für Legionsereignisse. Ja. Und eine bebende Hand. Und boshaften Herz. Und noch eine bebende Hand. Ich bin fast tot. Das weiß ich zu schätzen. Nicht schlecht. Hallo. Oder holen wir uns noch was vom Bäumchen ab. Schön. Leider nichts bekommen. Außer was vermacht ist, weil ich habe mich echt gecheckt. Einen Brustschutz. Nein, der ist nicht gut. Das kann ich hier nicht tun. Na gut. Bietet dem flüsternden Baum eure gräusigen Gaben. Okay, große Stiefelsammlung in Orange. Oh nein. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin schon wieder voll mit Albtraum Dungeons, ey. Mehr. Ah, ich tue mal die ganzen Level 59er Sachen wegpacken. Weil die sind, glaube ich, noch ein bisschen krass. Zweiundfünfzig, vierundfünfzig, dreiundfünfzig. Wie kann ich helfen? Da haben wir es. Bonk, bonk. Ah, gefällt mir. Was? Ich bin auch brutal, gefällt mir auch.